Oh, und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Let's Play Euro Truck Simulator 2 hier bei ZTGS TV auf dem südestmeralischen Fernsehen. Wir transportieren immer noch mit großer Freude diesen geräucherten Aal Richtung Bremen. Haben letzte Folge eine andere Route eingeschlagen, weil wir einiges noch aufdecken müssen. Und sind jetzt hier bereit auf die Autobahn zu fahren Richtung Brno. Da gibt man mal Vollgas. Da ist gleich mal die erste Radarkontrolle bei 80 Stundenkilometer hier. Dann zeige ich jetzt euch mal, was hier unterm Kessel alles schlummert. Wie viele Tonnen haben wir? 11? Okay. So, wieder fangen, nicht so ruckartig. Leicht bremsen, leicht bremsen, leicht bremsen. Nachts sehen wir noch nicht so viel. Aber es ist auch mal schön, in der Nacht zu fahren. Gerade wenn man so viel Pässe unter der Haube hat. Einmal dann. Wie kommt denn eine scharfe Kurve? Wird immer interessanter hier. Bestimmt jetzt auch viel besser für einen UFO-Mann, wenn die Anzeige zu rot wird. Das sehe ich nämlich gerade bei mir. Da kann man viel besser einschätzen, was man gerade so für Fehler macht. Vielleicht siehst du das ja hier, Ufermann. Vielleicht markiere ich dich jetzt auch mal, dass du es dann anschaust. Wäre bestimmt schön. So, gucken wir im Rückspiegel und da kommt nichts. Na doch, da kommt was, aber es ist zu weit weg. Immer ein zweites Auge auf dem Bildschirm haben, wenn man gerade hinfährt. Ich rolle. Ich rolle.
Ich weiß nicht, ob da irgendwas jetzt passiert, wenn ich jetzt längere Zeit im roten Bereich bin. Ich weiß nur, dass hier ein Bahnübergang ist, der gerade zu ist. Und ich anhalten muss. Genau, mal ein paar Fotos gemacht. Wenn ihr irgendwelche Themen habt, ne, könnt ihr mir immer die Kommentare schreiben. Das wäre sehr, sehr schön. Müsste langsam mal aufhören mit Gas geben, ist mir gerade aufgefallen. Fahren jetzt mal ordentlich. Wie oft haben wir das schon gesagt? So 90. Hier ist ja noch nichts Großartiges passiert, ja, genau. Das war dann schon mal Fernlicht. Das brauchst du nicht. K war fertig. Kleinen Moment. Da bin ich wieder. Da sieht man doch ein bisschen mehr mit dem Fernlicht, meines Erachtens nach. Weil sonst sieht es so aus und dann so, naja. Jetzt zum Beispiel 80. Ich sehe es schon von kommen. Noch ein Bahnübergang. Noch ein Bahnübergang. Der ist aber, der scheint. Sind 50. Und jetzt fahren wir 50. 48, ja. So, nee, so rum. 50. Ja, gucken wir mal.
Mir ist gerade schon wieder was aufgefallen. Habe ich doch in dieser Folge mal vergessen, die Musik einzuschalten im Hintergrund. Ist ja mal witzig. Es dämmert langsam. 3.45 Uhr haben wir es. Hier sind 80 erlaubt. Hier ist 50. Grenze überschritten. Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir in Polen. Okay. Kurz nach 4. Vorne müssen wir geradeaus. Hört man so richtig, wie sich die KI hier anstrengt, die KI. Der Motor anstrengt, wenn er einen Berg hochkommt. Jetzt bin ich ja gerade nur auf 105 Stundenkilometer. Muss gerade mal selber abbremsen. Hier kann ich dann richtig Gas geben. 140 sind ja erlaubt. Gucken wir doch mal, was hier zu machen ist. Anscheinend scheint das Tacho unten nicht auszureichen. Muss mal kurz das einblenden, dass ich weiß, wie schnell ich bin. Das war gerade ziemlich knapp. Ach,
du einmal Land. Das ging gerade zu schnell. 70. Autobahn zu Ende. Wie Autobahn zu Ende. Jetzt geht's wieder zur Autobahn. Geht's weiter. Jetzt sind wir in Deutschland. Okay. Wo sind wir denn jetzt? Sind wir auf der A4? Ist das der Tunnel Königshage Heiner Berge auf der A4? Wir werden es gleich rausfinden. Das ist eine Kurve, die gefällt mir nicht. Okay, ist nicht definierte Geschwindigkeit gerade, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, wir sind auf der A4, okay, alles gut. Müsste ja bald Dresden kommen. Na, auf die A13. Dann fahren wir doch mal auf die A13.